כן, אז מהי חוכמת הקבלה? Also, was ist die Weisheit der Kabbalah? Baal HaSulam schreibt in seinem Artikel das Wesen der Weisheit der Kabbalah, schreibt er folgendes. Diese Weisheit ist nicht weniger und nicht mehr, sondern nur eine Anordnung von Wurzeln, die absteigen im Sinne von Ursache und Wirkung, in der Reihenfolge von Wurzeln. Diese Weisheit stellt nicht mehr und nicht weniger als die Reihenfolge von Wurzeln dar, die von oben nach unten gemäß Ursache und Wirkung, also kausal herabhängen und die ständigen und absoluten Gesetze unterworfen sind, welche sich verbinden und auch ein sehr erhabenes Ziel ausgerichtet sind, und zwar die Enthüllung des Schöpfers in den Geschöpfen dieser Welt. So steht es geschrieben. Diese Definition ist im Prinzip nicht so einfach und wir wollen diese Wortdefinition ein bisschen erklären. Was ist die Wortdefinition der Kabbalah? Wenn Baal HaSulam spricht, was es war, zu spüren, zu erlangen, zu verstehen, wenn ein Kabbalist uns eine Definition im Weiß der Kabbalah schreibt, ist ein Zeichen dafür, dass diese Definition in sich die gesamte Weisheit beinhaltet und die ganze Weisheit beinhaltet. Diese Definition. Er sagt, die Weisheit ist nicht mehr und nicht weniger, nicht mehr und nicht weniger, was er uns jetzt sagen will, als eine Reihenfolge von Wurzeln. Wurzeln sind wie Kräfte oder Ursachen oder Quellen, die gemäß der Ursache und Wirkung, das was wir sind, Ursache und Wirkung herabhängen und die ständigen absoluten Gesetzen unterworfen sind, so wie die Schwerkraft oder physische Gesetze, die man nicht verändern kann. Oder Gesetze, wir werden darüber sprechen, welche sich verbinden, diese Gesetze verbinden sich und auf ein sehr erhabenes Ziel ausgerichtet sind. Das heißt, alle Wurzeln, alle Gesetze, alle Ursachen der Wirklichkeit, die existieren, unsere Realität und noch eine weitere Realität, die wir noch nicht spüren, alle richten sich, verbinden sich nur zu einer Realität und zu einem größeren Ziel zusammenwirken. Und was ist das Ziel? Das Ziel der ganzen Existenz, der gesamten Menschheit, die Offenbarung des Schöpfers, seinen Geschöpfen in dieser Welt. Also Schöpfer, weiß nicht, was das ist, es ist ein Zweifel, was ist das Geschöpf, wenn der Mensch nicht in dieser Definition ist. Was heißt dieser Welt? Das ist die wichtigste Sache. Wir denken, dass vielleicht das Erlangen der höheren Wirklichkeit, wir dachten immer, dass das, was mit uns passiert nach dem Tod, und hier kommt der Kabbalist, weil Islam sagt uns einfach und deutlich, nicht, dass wir jetzt auf einmal runterfallen, auf einmal haben wir dass sie auf einmal in der Luft schweben und irgendeine Wolke kommt, diese ganzen Geschichten, irgendein Engel öffnet sich in einem Wurzel und sagt, hey Moshe, hallo, komm hinauf, was hast du gemacht und so weiter, du kommst zur höheren Welt, du kannst dich dort beteiligen und so weiter. Nein, er sagt hier, die ganze Erkenntnis, der ganzen Weisheit der Kabbalah, die ganze Spiritualität, die ganze Schöpfer befindet sich in dieser Welt, in unserer Wirklichkeit, hier muss alles passieren, auf dieser Erde. Was ist der Schöpfer? Was ist das? Der Schöpfer ist eine sehr besondere Definition, die wir langsam erläutern werden. Wir werden mit deiner Hilfe, denn ich wollte nicht deine Skizze stören, die du sehr schön hier uns dargestellt hast, aber wir machen das ganz einfach. Im Grunde genommen können wir aus dieser Definition Folgendes verstehen. Also wir können eigentlich aus dieser Definition unter dem Begriff Schöpfer so einen ganzen Unterricht herbeileiten. Im Grunde genommen sind wir in der Lage, hier den gesamten richtigen Zugang zu dieser Weisheit zu verstehen, zu erlangen. Und das ist etwas, was die Kabbalisten sehr auf wissenschaftliche Art und Weise hier auch beschreiben. Das heißt, es ist kein Glaubenssatz oder Glaubensherangehensweise, sondern es gibt eine gewisse Methodik. Und diese Methodik können wir jedem Einzelnen erklären, wie diese Person in der Lage wäre, zur Enthüllung, der sogenannten Enthüllung des Schöpfers gelangen kann. Das heißt, jeder Einzelne, das ist, was eine Enthüllung ist, weiß jeder Einzelne von uns. Eine Enthüllung ist etwas, eine bestimmte Erfahrung oder eine gewisse Offenbarung, die er in seinem Leben erfahren hat. Und so wie er das hier darstellt, so meint er, dass die Enthüllung des Schöpfers in einem Sinn stattfindet. Der und so lehrt mich die Weisheit der Kabbala, wie ich in der Lage sein könnte, diesen Sinn, diesen ergänzenden Sinn zu entwickeln, den wir auch als Seele bezeichnen. Und
Mit Hilfe dieses zusätzlichen Sinnes sind wir entwickeln, mit Hilfe des Studiums, im Laufe des gesamten Weges, mit diesem zusätzlichen Sinn, gemeinsam mit ihm enthüllen wir den Schöpfer. Also, was ist der Schöpfer? Was ist darunter zu verstehen? Ist der Schöpfer irgendein bärtiger Mann, der auf der Wolke sitzt und mit den Wolken spielt? Wir haben ja auch, dass kein Engel ist. Wir haben auch ja, bestimmt, das ist eben, wie wir in dem Vorwort gelesen haben, dass das Gesetzmäßigkeiten sind, die aus Kausalität wirken. Ja, und das Wort Bore im Hebräischen besteht aus zwei Silben. Komm und siehe. Ja. Komm und siehe, komm und enthülle. Das heißt, ich muss zuerst in erster Linie enthüllen, was darauf zu verstehen ist. Aber das wird mir nicht helfen, in erster Linie, bevor ich nicht in wahrhaftig begonnen habe, ihn zu erfahren, zu schmecken, was oder was unter dem Begriff Schöpfer zu verstehen ist. Der Schöpfer ist im Grunde genommen das einzige konstante Gesetz der gesamten Natur, welche belebt, welche entwickelt und lenkt die gesamte Realität, so wie wir sie im momentanen Bild kennen, und die restliche höhere Gesetze und Welten, die wir noch nicht erfassen. All diese Kräfte steigen, resultieren aus diesem einem kausalen Gesetz ab. Die Gesetzmäßigkeiten, die wir auch in dieser Welt kennen. Und wir wollen hier von unten beginnen zu verstehen, wie wir einen Zugang finden, um einen Kontakt zu dieser Materie und einen Kontakt erfahren in eine höhere Welt, in einen höheren Kontakt. Und deshalb wollen wir Kontakt mit dieser höheren Kraftdimension haben. Und oft erwacht die Menschen diese Frage, woher kommen diese Gedanken zu mir, diese Wünsche in mir, warum möchte ich das, warum möchte ich was anderes, warum kommt zu mir. Und die Menschen um mich herum, alle schauen, es wollen die etwas, Gedanken, woher kommen all diese Dinge. Und der Mensch in dem Moment, wo er anfängt zu suchen, somit hat er die Möglichkeit, es gerade zu finden, welche ihm die Möglichkeit gibt, die höhere Kraft zu enthüllen. Enthüllung heißt, dass ich nicht einfach so irgendetwas, einen Fund, eine Entdeckung enthüllt habe. Das heißt, ich auf einmal beginne, mich zu verwandeln in diese Entdeckung, diese Erscheinung, die ich entdeckt habe. Und die Kabbalisten haben diese höhere Kraft in der Wirklichkeit enthüllt. Wenn wir wissen, wie wir diese Kräfte auf richtige Weise, mittels der Weisheit der Kabbalah anfangen können, diese Dinge zu verwenden, fangen wir an, diese Eigenschaften zu erwerben. So wie bei einem Radiosender, dass wir, wenn wir die richtige Frequenz einstellen, wir dieselben jenen Kräfte verspüren, die Wurzeln, die Gesetze, die Ursachen, welche uns lenken, steuern, die Kräfte, und wir fangen an, über diese Realität zu existieren, über die Wirklichkeit zu stehen, in der wir existieren. Fangen an, diese Kräfte zu verstehen, sie zu beherrschen und im Prinzip zu diesem einen erhabenen Ziel zu gelangen. Und wie du sagtest, man kann darüber ohne Ende sprechen, denn das beinhaltet in sich die ganze Weisheit und die ganze Wirklichkeit. Also wir können hier in der Zeichnung diese Skizze, diese höhere Wirklichkeit sehen, und von dort steigen auf uns die Kräfte hinab, welche alle Erscheinungen sind, alle Dinge sind, die wir auf dieser Welt sehen. Das gleicht einem Computerbildschirm. Ich glaube, jeder hat zu Hause einen Computerbildschirm. Wir haben einen Bildschirm, wir sind alle Pixel, und hinter diesem Bildschirm gibt es ein Programm, welches all diese Dinge lenkt, steuert und all diese Dinge, die dazu führen. Und wenn ich etwas in diesem Massach verändern möchte, in diesem Bildschirm verändern möchte, etwas in meinem Leben verändern möchte, so können wir das nicht tun. Wir verstehen bereits, dass wir in unserem Leben nichts verändern können. Es gibt sehr wenige Möglichkeiten, in unserem Leben etwas zu verändern. Und wenn wir zurückschauen, denken wir uns immer wieder, was hätte ich in meinem Leben verändern können. Und wir sind hier zu einer Zeichnung, wir sind Menschen, ein Baum, was ist das? Das ist ein Berg, das ist eine Maus, okay, die du das hier skizziert hast. Und alle werden entsprechend dieser Kräfte angeführt.
Und die Kabbalah im Prinzip ist die Methode, welche jeden Einzelnen von uns die Möglichkeit gibt, zu verstehen, zu sehen, die höhere Welt, die höhere Wirklichkeit. Und die Kabbalisten geben uns, haben diese Realität so sehr empfunden, so sehr gespürt. Und sie spürten diese Wirklichkeit viel, viel stärker als wir. Und sie haben darüber geschrieben, in ihren Büchern, in ihren Enthüllungen, in ihren Rollen. Die sagen, dass diese Welt ist wie ein Schatten, wie eine Art von Welt, eine Einbildung. Und sie nannten, weil sie die Ursachen, diese Quellen erreicht haben, diese Wurzeln, haben sie gesagt, dass diese Welt eine entgegengesetzte Welt ist, was sie uns vorstellen. Schaut, im Grunde genommen auch entsprechend der Skizze, kann man das vergleichen mit etwas, sagen wir, einst in den 80er Jahren, als ich zu meiner Mutter kam, so gab es so ein schönes Musterbild mit ja, ich habe es auch gemacht. Ich habe auch als Kind ihm eine Katze und eine Blume gezeichnet. Ich habe so ein schönes Bild gestrickt und das war einfach, ist auf der Wand gehangen. Ich glaube, ihr kennt das auch nicht, ne? Und das ist einfach so besonders an diesem gestrickten Bild. Wir sehen von einer Seite, dass das Resultat, das Bild, das äußere Erscheinungsbild, ja? Aber wenn wir dieses Fadenbild umdrehen, so erkennen wir alle Ursachen und alle Fäden, die dieses äußere Bild eigentlich erzeugen. Also das ist genauso wie mit einem Menschen, wo man seine ganzen Hintergründe kennenlernen kann, zu verstehen, zu entdecken, ob es einen Schöpfer gibt, ob es einen Schöpfer meiner Realität gibt. Wer ist der Schöpfer, wenn ihm so ist? Und wie kann ich mit ihm in Kontakt treten, so wie du vorher erwähnt hast? Und die Weisheit der Kabbalah ermöglicht den Menschen wirklich, darin einzudringen, um die versteckten Verknüpfungen zu verstehen, die vor dem Auge verborgen sind. Und zu verstehen, wie die ganze Realität letzten Endes funktioniert und an welche Kraft sie gelenkt wird. Und wie ich als einfacher Mensch und auch ihr, jeder einzelne von euch, in der Lage sein könnte, ein teilhaben zu können in diesem System, diesem verborgenen, wo die verborgenen Kräfte stattfinden, diese spirituellen Kräfte, die gesamte unsere Realität, die gesamte Welt hier lenken. Man muss noch eine Sache hier verstehen, bevor wir sehen, was in der Welt eigentlich passiert, in unserem Leben, wie wir im Prinzip wirken, wie die Kräfte auf uns Einfluss haben. Wir müssen verstehen, dass diese Definition der Weisheit der Kabbalah überhaupt eine wissenschaftliche Definition ist. Es ist ja nicht, woran ich glauben muss, dass ich meine Augen zumache und irgendwelche verborgenen Kräfte glaube, irgendwelche Röntgenstrahlen, nein. Die Weisheit der Kabbalah ist eine genaue wissenschaftliche Sicht auf den Verstand und einem neuen Sinnesorgan begründet, welchen wir entwickeln. Und all diese Definitionen, die Leute schrieben in den Schriften von Ari, all diese Dinge schrieben sie für die anderen Kabbalisten mit Aufzeichnungen und Wege. Jene Kabbalisten, welche zu diesem Zustand gelangen, anfangen konnten, diese Dinge zu schreiben, genauso wie eine Wissenschaft. Und wir werden noch genau kennenlernen, Baal Sulam, welche eine sehr wissenschaftliche Herangehensweise hatte. Er hat seinen Artikel auch auf wissenschaftliche Weise geschrieben, populär und sehr einfach für uns zu verstehen. Man muss wissen, dass diese Dinge der Kabbalah keine Mystik sind, keine Glaubensrichtung ist, du musst an nichts glauben, nichts vertrauen, ist eine Wissenschaft, wo jeder einzelne von uns spürt in dieser Welt. Auch der Baal Sulam selbst schreibt, dass die Weisheit, die Kabbalah die ganze Wissenschaften beinhaltet. Auch dies lernen wir im Vorwort zu Kabbalah. Die gesamte Zugänge werden wir kennenlernen, welchen Zugang zwischen Zugang die Weisheit der Kabbalah hat. Und davor können wir noch etwas über die Art des Studiums und den Weg hier sprechen, die wir mit euch gemeinsam durchgehen werden. Und ihr werdet sehen, auch lernen, wie ihr diesen richtigen Zugang aufbauen könnt und so weiter. Im Grunde genommen übermitteln wir euch Informationen. Wir werden ein paar Texte lesen, ein paar Artikel lesen und wir werden darüber sprechen. Und ihr werdet davon Material auffassen können, Informationen auffassen können. Und das wird
Euer erste Bekanntschaft sein mit dieser Materie und ihr werdet hier ein breiteres Verständnis bekommen über die Weisheit der Kabbala. Und es wird euch am Anfang wahrscheinlich ein bisschen verwirrend erscheinen und etwas anders als das, was ihr schon vorher gekannt habt. Aber dieses bestimmte Wissen wird aus einer bestimmten Quelle kommen und wird eindeutig zu euch sprechen. Aber ihr werdet damit in der Lage sein zu arbeiten und unser Rat ist, etwas in einem inneren Kontext mit euch damit zu beschäftigen. Vielleicht auch unter der Woche mit euch selbst. Kommt hierher oder steigt in gewisse Zeiten. Ihr werdet sehen, dass dieses Material, dass dieses Wissen, das wir euch hier vermitteln werden, euer Leben, euer Verständnis in ein richtiges Know-how umwandelt. Das ist etwas, was ganz praktisch ist, wo wir in der Lage sind, das Wissen mit unserem Leben verbinden zu können. Und diese Stufe, die wir euch so gerne wünschen, vorbereiten, ist jene, die die Kabbalisten auch vorbereitet haben. Diese geschieht aber nicht im Sehen oder im Hören, sondern dieses passiert in der Erkenntnis. In einem Sinn wird dieses stattfinden, dieses Geschehen. Auch so wie wir jetzt alles hier mit unseren Sinnen hier erfassen, so wird dieser ergänzende, zusätzliche Sinn, dieses spirituelle, sogenannte spirituelle Sinn, wir sagen auch, dieser kleine potenzielle Keim, den können wir zum Wachstum bringen, über den wir auch noch genau sprechen werden, natürlich, im Laufe der Unterrichte, und so, dass wir beginnen zu verstehen, wie wir zu diesem Sinn, zu der Entwicklung dieses Sinnes gelangen können und diese Welten dadurch erfassen können, über die Weisheit der Kabbala spricht. Ja, die Weisheit der Kabbala möchte den Menschen in eine Reise mit einbinden, sodass er die Realität in der Lage ist wahrzunehmen, die sie als Schöpfer bezeichnet, die als Schöpfer bezeichnet wird. Und eine Frage, die aufgekommen ist, jede Frage, dass die Weisheit der Kabbala für uns gegeben wurde, damit wir mit deren Hilfe durch das Lesen, Studieren, wir anfangen in uns, diesen Sinnesorgan, dieses große Willen, Bedürfnis, diese höhere Dimension in Bezug zu uns, diese höhere Dimension zu enthüllen. Deshalb bitten wir euch, geht auf unsere Internetseite und lest so viel ihr könnt, kabbalistische, authentische Texte. Fangt an, wirklich wie in einem Fleischwolf. Lest, lasst alles durch euch durch. Und ihr werdet sehen, wie diese Dinge auf euch Einfluss hat. Ihr fängt an, Dinge zu verbinden mit eurem Leben, den Weg, wie ihr die Wirklichkeit seht, wie ihr euch zu Leben bezieht. Ihr werdet wirklich Veränderungen sehen, auf klare Weise sich alles verändert.